Hallo, liebe Kirsten. Hallo, lieber Christopher, wie schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Ja, long time no see. Indeed. Ja, und schön da draußen, ich sehe die üblichen Verdächtigen, die sich zu uns gesellt haben. Und nachher werden sich sicher noch ein paar weitere zu uns gesellen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir haben heute ein Thema, was manchmal belastend scheint. Genau, also ihr seht, wir haben uns auch extra für euch in Schwarz-Weiß gekleidet, um die Seriosität unseres auf unseres um die Seriosität unseres Auftritts zu unterstreichen. Kerstin schreibt, dass es halt. Halt es bei euch anderen auch oder nur bei Kerstin? Weil hier halt nichts. Florian meinte, wir sehen blass aus, ja. Ja. Tanja findet uns gruselig. Ich weiß gar nicht, Ja. warum. Ach, ich weiß ja nicht, warum. Wir haben uns ja vorgenommen, heute ernsthaft zu sein. Bei Also bei Kirsten Kirsten der halt der Ton. Ton. Bei Kirsten halt der Gabriele, Ton. dann bist du schuld, Christopher. Dann bin ich schuld. Ja, es halt. Wir kriegen es mit. Ich Ja. komme halt nicht vom Diesseits her Ja, heute. genau. Das wird der Grund sein. Ich kann Kirsten halt, Christopher nicht. Ja. Dann kann ich nur Folgendes anbieten, dass Kirsten, du noch doch mal dich ein- und ausloggst. Du musst dich sozusagen verschwinden. Warte mal, ich werde dich erstmal faden. Jetzt darfst du dich bitte einmal ein- und ausloggen. Dann fällt das nicht so auf, ne? Weil dann Kirsten kommt jetzt gleich wieder. Und dann schauen wir mal, ob das Problem löst. In der Zwischenzeit. Aha, da ist sie schon. Oh. Schnell wieder alles machen wie vorher. So. Ist es jetzt besser? Sag doch mal was, Kirsten. Ich bin nicht mehr schwarz-weiß. Ich bin Du nicht mehr bist nicht mehr schwarz-weiß. schwarz-weiß. Das geht natürlich nicht. Nee, das geht gar nicht. Ja, also ich hoffe, ihr werdet es uns jetzt sagen, ob ich halle oder nicht, weil ich kann es nicht hören. So, aber ja, ich nehme mal einfach an, man wird uns Bescheid geben, ob jetzt der Ton besser ist. Ich merke schon, irgendwie Genau. so schwarz-weiß zu sein. Kerstin sagt es halt immer noch, Halt immer Gabriele noch. sagt es halt Ja. immer noch. Dann würde ich mal sagen, müssen wir das aushalten, weil ich kann da jetzt gerade nicht viel ändern. Also bei uns hier, bei dir, Kirsten, halt's nicht und bei mir auch nicht.
dann nehme ich jetzt einfach mal schwer an. Aber er ist erträglich. Ich glaube, das Lazuli, die Sacke, es ist erträglich. Und schwarz-weiß ist sie wieder. Ich würde mal sagen, wir legen noch mal los. Genau, weil ich kann, also ich kann wirklich nichts ändern. Und dann nehme ich das doch auch ein bisschen als eine meditative genau. Seance-Stimme, die jetzt hier gerade mystisch. Kommt. Also wahrscheinlich ist das jetzt wirklich auch vom Universum so gewollt. Kirsten aus der Gruft, da halt es nun mal. Und wir sind mitten im Thema, und zwar ist das heute die 13. Tarotkarte. Es ist der Tod. Und dass dadurch, dass das ja auch ein Thema ist, das ganz verschieden aufgefasst wird, würde ich mal sagen, wir machen mal eine kleine Reise zur symbolischen Auffassung des Todes oder was man so mit dem Tod allgemein verbindet. Ich mache jetzt auch Kirsten noch mal ein kleines bisschen kleiner. Genau. Auch das noch. Auch das noch. Wird echt nicht besser hier. Es wird nicht besser. Nein, Kirsten, aber du weißt ja, bevor es besser wird, muss es erst richtig schlecht werden. Und vielleicht ist das ja schon ein Thema des Todes, ne? Bevor, könnte sein, oder? Genau. Es gibt aber ja um diese Karte, Kirsten, das kannst du uns vielleicht von vornherein schon mal sagen. Wenn diese Karte gezogen wird, wie viele deiner Klientinnen und Kundinnen zucken zusammen? Einige. Weil ich muss sagen, wenn der Tod fällt, bin ich immer ganz dankbar, wenn ich eine telefonische Beratung mache, weil ich dann nicht die Reaktion des Gegenübers so habe. Aber auch viele Kartenleger und Legerinnen machen leider, wenn sie den Tod ziehen, sowas wie, oh! Machst du nicht? Halte mich zurück. Also es ist immer ganz gut, wenn so ein Kartenleger dann zieht die Karte und man sieht noch nicht, was gezogen ist und man sieht nur. Ganz genau. Und das ist wirklich eine dieser Karten, wo es sehr darauf ankommt, ob sie in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegt. Okay. Na? Aber bevor wir da richtig einsteigen, lass doch mal. Mache ich noch mal ein bisschen mehr Bilderspiel. Genau. Also ich habe ja ganz kurz, bevor das Bild verschwindet, was ist das ein Bild, das wir jetzt hier sehen? Das ist vom Dia de los Muertos, eine mexikanische Tradition, in der am 2. November, Kirsten, hast du... Also sie bereiten sich Mitte Oktober vor darauf. Es ist ein Familienfest. Es wird der Toten gedacht, eigentlich wie bei uns in derselben Zeit. Es fängt in der Nacht vor dem 1. November so langsam an und steigert sich dann bis zum 2. November, also die Zeit, in der wir auch Allerheiligen und Allerseligen feiern. Aber anders als bei uns ist es ein sehr fröhliches Fest. Es ist typisch mexikanisch und die Mexikaner gehen davon aus, dass in dieser Zeit die Toten zu uns kommen. Daher ein Fest der Ahnen, also ähnlich wie Halloween, aber auch bei Halloween wird ja fröhlich gefeiert. Also es hat diese Tradition des fröhlichen Festes. Also man sieht jetzt hier, man schminkt sich eben, es sieht alles so ein bisschen nach Totenschädel aus. Oft wird das eben auch, wie gesagt, hier sehr kunstvoll gestaltet. Man schmückt sich auf der einen Seite sehr, also es geht gar nicht so sehr um das Gruselige. Das ist der Unterschied vielleicht zu Halloween, wo man sich eben in gruselige und Zombie-Kostüme und Vampire verwandelt. Beim Dia de los Muertos wird der Tod auf eine Art und Weise zelebriert, dass er fast schon ins Ästhetische kommt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Ja. Und vielleicht ist da in diesem Bild so das ganze Spektrum dessen, was mit dem Tod verbunden wird, auch schon drinnen. Also er hat eine Faszination, er hat was Geheimnisvolles. Er hat natürlich auch was Unheimliches und ich finde auch dieses Bild bei aller Ästhetik und Schönheit hat natürlich auch die Anmutung von Totenschädel und hat auch was Gruseliges so für mich, was Schauriges vielleicht. Ist jetzt kein Horror, den wir hier sehen. Auch die Farbe Rot natürlich spielt eine Rolle, Schwarz, Rot und Weiß, wie wir hier sehen, diese sehr kontrastreichen alten Farben spielen eine Rolle. Und ich habe jetzt mal so ein paar Bilder vorbereitet, die uns mal so, wo ich denke, wenn man das Wort Tod erwähnt, was dann bei den meisten von uns eigentlich angesagt ist. Ich glaube, das allererste, was man vielleicht bei Tod denkt, ist das Sterben
von Freunden, Familienmitgliedern und so weiter. Und wir sehen hier auch das Bild, es ist natürlich ein geschöntes Bild, das ist klar, einer trauernden Frau, vielleicht eine Witwe, vielleicht eine Tochter. Die weißen Blumen übrigens, die man sehr verbindet mit dem Tod. Also man würde zum Beispiel bis auf Freimaurerbeerdigungen kaum rote Rosen oder so etwas sehen auf einer Beerdigung. Da hat sich eher das Weiße, die weißen Blumen haben sich da eher etabliert. Aber ansonsten ist Schwarz bei uns die traditionelle Trauerfarbe. Das sich verschleiern, wie wir hier sehen, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr auf einer Beerdigung gesehen, aber das war früher gang und gäbe, dass man sich sozusagen verschleiert, verhüllt. Ja, vielleicht auch um die Trauer nicht zu sehen. Aber das sind Dinge, die wir mit dem Tod verbinden. Also eine Beerdigung zum Beispiel. Unsere Trauerfarbe ist schwarz. Das ist ja in anderen Ländern, in fernöstlichen Ländern anders. Da ist es weiß, wobei das nicht ganz stimmt. Im China zum Beispiel ist es nicht weiß, ist nicht die Trauerfarbe, sondern farblos. Also man trägt nicht Gefärbtes. Und dadurch, dass es meistens ja der Grundstoff hell ist, denkt man häufig bei uns, weiß wäre die Trauerfarbe, aber das ist so nicht richtig. Farblos deshalb, keine Farben, sozusagen die Farben verblassen. Und bei uns ist es ähnlich, bei uns ist Schwarz ja auch eine Nichtfarbe, aber da sind eben alle Farben drin. Das Prinzip ist das Gleiche. Ja. Und im Tod sind alle gleich, da ist alles schwarz, ist alles Trauer. Ja, und denke ich mal, oder willst du da noch was anmerken dazu? Sagt dir das Bild irgendwas? Nein, also mir fällt jetzt die Lenormand-Karte Lilien ein, obwohl das Rosen sind. Das ist ja also doch eine sehr sinnliche Witwe, wie ich finde. Ja. Ich habe ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt eine echte, vor Schmerz gebeugte Dame nehmen wollen. Ich wollte das ja, es ist ein, wie sagt man so schön, es ist ein Symbolbild. Aber dies hier ist auf einem Grabmal, ich glaube aus einem französischen Friedhof. Und da sehen wir auch die Vorstellung vom Tod, wenn er personifiziert wird. Das ist jetzt sowas sehr Dämonisches. Wir sehen ihn typischerweise auch als Toten. Manchmal wird er ja richtig als Skelett auch abgebildet, das sehen wir noch. Und typisches Accessoire des Tods ist die Sense, weswegen er ja auch der Sensenmann das ist der Sensenmann, der da abgebildet wird. Ich lese gerade, ja. Martina hat noch eine Anmerkung, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Habe ich schon gelesen, sage ich später was zu. Sagst du später was dazu, okay. Also geht nicht verloren, Martina, weil ich glaube, dass du da einen wichtigen Punkt machst. Ja, also wie gesagt, das ist so die typische dämonische, theatralische Darstellung des Todes, wie wir ihn kennen. Es geht natürlich auf ein sehr altes Bild zurück des Todes, nämlich als Sensenmann als Skelett. Hier ist er nun schon dramatisch verhüllt. Und du hast ja eben gesagt, dass man bei Tod an den Tod von lieben Menschen denkt meistens. Also ich denke, dass auch einige Menschen, ich gehöre definitiv dazu, auch dann mal über den eigenen Tod nachdenken. Ja. Und da ist dann so ein Bild natürlich sehr passend, weil wir hier direkt mit dem Sensenmann konfrontiert werden. Und das steht uns dann einmal allen bevor. Hat ja auch irgendjemand schon geschrieben, ne, dass man dann die Feste feiern kann besser. Von daher ist, glaube ich, auch das etwas, was viele Menschen dann fürchten, wenn sie mit Tarotkarten hantieren und den Tod ziehen. Ne? Naja gut, man muss sagen, wir werden ja nachher die Bilder dazu sehen, also auch gerade die älteren Decks malen das ja nicht so vorteilhaft aus. Ne? Das ist jetzt nicht eine schöne Karte. Ja. Und Kerstin möchte sowas nicht auf dem Grab sehen. Na wieso, du siehst es ja nicht, sondern die Leute, die dran vorbeigehen. Also das ist immer, also Gräber sind ja immer für die Lebenden. Aber vielleicht mal gleich so vorweg, gerade in den barocken Zeiten und auch als überhaupt Grabmäler so aufkamen und man sich das auch leistete, ein schönes Grabmal zu haben, frühe Neuzeit, also Barock auch schon in der Renaissance, aber eher im Barock, da finden wir häufig Darstellungen des Todes auf den Gräbern in dieser Gestalt, meistens eben als Totenschädel, weil der Tod sowieso so präsent war. Und diese Präsenz des Todes, die hat man dann auf die Gräber übertragen, damit der vorübergehend, also der das Grab eigentlich sieht,
sich selbst daran erinnern soll, du brauchst gar nicht hier so feixen, dass du noch lebst. Irgendwann siehst du genauso aus wie wir. Memento mori, denk daran, auch du bist sterblich. Und das ist der Grund, warum man früher häufig Totenschädel auf Gräbern gefunden hat. Das ist natürlich jetzt hier kein barockes Grab. Das ist vielleicht 19. Jahrhundert, 19. oder frühes 20. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Schon eine moderne theatralische Darstellung, aber es greift auf diese Tradition zurück. Ja, das ist so die Darstellung, die wir dann auch im Barocken häufig mit dem Tod in Verbindung bringen. Der Totenschädel mit den gekreuzten Beinen. Das geht tatsächlich auf ein, also diese Darstellung, die wir heute zum Beispiel auf einer Giftflasche finden würden oder wenn wir es uns ganz schematisch vorstellen, also wie kennzeichne ich etwas als tödlich? Totenschädel mit zwei gekreuzten Oberschenkelknochen. Das ist so im Grunde genommen das, was wir heute kennen als stilisiertes Todessymbol oder Tödlichkeitssymbol. Und das geht zurück auch auf die barocke Tradition, auf die barocke Zeit, in der der Tod, man denke daran, so viel Seuchen, so viel Kriege, so viel Leid und so viel Elend. Für die Leute war der Tod täglich und immer. Immer gegenwärtig. Und da kommt es eben, kommen eben diese Darstellungen vor. Auch weil man früher ja die Friedhöfe nicht so gepflegt hat, wie wir das heute kennen. So ein alter Friedhof in der damaligen Zeit, das war eigentlich ein Ort des Grauens. Und zwar immer. Es ist nicht, waren die Wege nicht geordnet. Da waren, wurden die Leute einfach unter der Erde verscharrt. Da gab es keine Vorgabe, wie tief jemand liegen musste, sondern die wurden einfach unter der Erde verscharrt. Und wenn dann irgendwie mal der Regen die oberste Schicht wegspülte, dann kamen die halt alle in allen möglichen Zuständen wieder hervor. Also so ein Friedhof war tatsächlich wirklich ein Ort, an dem man diese Dinge gesehen hat. Später hat man ja dann auch die Leute nicht mehr beerdigt alle oder man hatte nicht mehr genügend Platz um die Kirchen. Dann hat man sie teilweise exhumiert und hat dann die Knochen und die Überreste in sogenannte Ossuarien gebracht, in Beinhäuser. Und dort hat man sie zum Teil dann auch, so wie ihr sie seht, nur noch den Schädel und die Oberschenkelknochen aufbewahrt. Hat sie dann zum Teil auch eben so angeordnet. Ja, also das gibt es wirklich, habe ich zum Beispiel gesehen in der Michaelerkirche in Wien kann man das sehen. Da sind unten in den Nischen die Knochen und die Schädel gestapelt, weil man eben keinen Platz mehr hatte auf dem Friedhof. Aber wohin damit? Meinst du, man hat dieses Kreuz gemacht, um an ein Kreuz zu erinnern? Es gibt unterschiedliche Lesarten. Das Kreuz, auf der einen Seite klar, um an das Kreuz zu erinnern, auf der anderen Seite auch, hat man gekreuzt, weil man ja immer auch Angst hatte davor, dass die Toten zurückkommen. Und das Kreuzeszeichen sollte das natürlich auch verhindern. Und es ist aber auch ein Bannzeichen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, und das wirkt auf uns ja auch immer noch so, ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo ein Schild, stell dir vor, du gehst irgendwo im Wald spazieren und auf einmal kommt ein Schild vor dir und du hast dieses Symbol da drauf, dann wirst du dir dreimal überlegen, ob du da weitergehst. Ja? Ja. Das ist in uns drin, ist das, hier ist eine Grenze, die du bitte nicht überschreiten darfst. Ja. Also eine Banngrenze. Mir fällt jetzt gerade ein, wo du so viel über Friedhof redest, vielleicht, wenn jemand von euch mal uns beide live in Aktion kennenlernen möchte, geplant ist, wenn nicht furchtbare Dinge dazwischen kommen, dass ich am 13. November in München bin und dort mit Christopher eine Friedhofstour mit Tarot-Symbolik mache. Ja, also, so ist es. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf die Seite der Stadtspürer gehen. Du kannst das ja auch noch verlinken, lieber Christopher. Und dann könnt ihr euch uns anschließen. Und ihr könnt eigentlich in Hamburg sehr regelmäßig auf den Friedhof gehen auch. Also der Höhepunkt ist natürlich, wenn Kirsten und ich über einen Münchner Friedhof spazieren. Welcher das sein wird, ist noch nicht ganz klar. Hatten wir uns für den alten nördlichen Friedhof entschieden schon? Mir ist so, ja. Genau, dir ist so. Und sonst ein Waldfriedhof steht ja nochmal an, aber da fällt uns schon was ein. Und da geht es dann um Symbolik auf Friedhöfen.
Und das Ganze mit Tarotkarten. Ne? Du bist schon wieder so ein bisschen bläst, du schummerst schon wieder so, Kirsten. Das liegt aber jetzt bestimmt an deiner Familie, die alle jetzt in Netflix sind. Und keine Ahnung. Lass uns mal einfach weitermachen, Wir Christopher. machen mal weiter. Und wir gehen mal weiter von diesen Symbolen weg. Hier ein Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, der sogenannte Totentanz. Und das ist zum Beispiel so eine Darstellung, wo wir eben sehen, wie die Toten tanzen auf den Gräbern als Skelette. Das ist, glaube ich, auch dann, und wenn wir später die Tarotkarten, zumindest die der älteren Machart sehen, da wissen wir jetzt, woher das kommt. Ja. So. Der Totentanz, wenn du noch mal kurz ausführst, das Ja. war ja auch ein ganz berühmtes Motiv, was wir auch in Ja. vielen Kirchen auch finden. Mir fällt jetzt gerade die Marienkirche in Berlin ein, der Mariendom in Lübeck. Wozu hat der Totentanz gedient? Der Totentanz, also der Totentanz als solcher, als kunstgeschichtliches Motiv, ist natürlich nochmal anders. Also der Totentanz, da sieht man immer den Tod und dazwischen dann irgendwie einen lebenden Menschen, dann wieder den Tod, einen lebenden Menschen. Das ist dieses Prinzip des Memento Mori. Und zwar sieht man dann eben tatsächlich, im Tod sind dann wieder alle gleich. Ob Pfaffe, Bürger oder Bauer. Im Leben sind sie alle irgendwie unterschiedlich, aber dann, wenn sie tot sind, kann man sie nicht mehr auseinanderhalten und der Tod holt jeden von uns, egal welchen Status er hat. Der Totentanz, aber wie gesagt, als Tanz dargestellt, hat natürlich auch was Makabres. Deswegen heißt er auch Danse Macabre zum Beispiel, also der makabre Tanz. Das war schon bewusst, das ist so eine Art Zuspitzung. Ja? Man könnte schon fast sagen, ihr seht ja hier auf dem Bild schon der. Ich weiß nicht, was für ein Instrument das ist, spielende Tote und dem anderen fliegen die Haare, die er noch so ein bisschen auf dem Kopf hat, auf dem Kopf herum. Also das ist schon, oder dem anderen, der hält seine Gedärme, die ihm da gerade rausfallen. Also es ist nicht sehr appetitlich und sollte wahrscheinlich eher abschreckend wirken. Dann weiter. Weiter, du wolltest es wissen. Ja. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz, was hatten das so für Hintergründe, symbolische Hintergründe? Und wir haben ja vom Sensenmann gesprochen und der Sensenmann, den kennen wir tatsächlich in den Darstellungen der Zeit von Saturn. Und Saturn, der Hüter der Grenze, der Schwelle, da klingt das wieder an. Der Tod ist so die letzte Grenze, die das Ende unseres Lebens zum Beispiel, ja, final, das Finale. Und da sitzt natürlich astrologisch gesehen Saturn und deswegen ist wahrscheinlich der Sensenmann auch eine Übertragung von Saturn, Kronos, dem Herrn der Zeit und so weiter, der eine Sense eben hat, wie wir sehen, und schon immer als eher alt dargestellt wurde. Jetzt hier natürlich nicht als Sensenmann, als Skelett, aber die Attribute, die der Sensenmann hat, die erinnern doch sehr stark an Saturn, der ja, wenn man so will, astrologisch für den Tod zuständig ist. Zumindest in der klassischen Astrologie ist er das heute noch. Da gibt es ja die zwei Planeten, die mit Sterben zu tun haben. Das ist einmal der Mars, das ist einmal der Saturn. Aber der Saturn steht eben für unser Lebensende und der Mars eher für den plötzlichen Tod, wenn wir, ja, was weiß ich, durch einen Unfall oder auf dem Schlachtfeld sterben, während Saturn dafür steht, wie unserem Leben natürlicherweise, selbst wenn wir alles richtig machen und gut durchkommen, das ist das, was wir am Ende des Lebens zu erwarten haben. Da führt kein Weg vorbei. Er trägt ja auch Ja. den Ouroboros in einer Hand. Das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis darauf, dass der Tod, zumindest in der antiken Vorstellung, nicht das Ende an sich ist, sondern nur ein Ende, eine Grenze. Und die sich in den Schwanz beißende Schlange, die drückt ihm auch die ewige Wiederkehr aus. Also der Gedanke, dass wenn wir sterben, dass dann vielleicht nochmal ein neuer Kreislauf beginnt. Das ist natürlich jetzt kein christlich-katholisches Weltbild, bei dem ja wirklich der Tod das Ende ist. Dann gibt es noch ein bisschen Fegefeuer und dann die Auferstehung. Das ist ja jetzt in unseren Breiten anders. Aber in der Antike und in vielen anderen Kulturen kennen wir ja das Prinzip der Wiederkehr. Wie passt eigentlich Carpe Diem da rein? Ist das auch, gehört das zu Memento Mori?
Also es klingt danach, ich wüsste nicht, ob es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt, aber natürlich pflücke den Tag, also genieße jeden Tag, das wäre praktisch die Antwort auf Memento Mori. Mhm. Aber ich glaube eher, dass das ein modernerer Spruch ist. Also ich weiß gar nicht, wo der herkommt, vielleicht weiß es ja einer von euch, müsste man mal nachschauen. Ja. Das ist so eine dieser Sprüche, die andauernd irgendwo auftauchen und am Ende weiß man dann gar nicht, woher sie kommen. Ja, modernere Todesvorstellungen, die kamen ja dann so im 17., ja eher 18. Jahrhundert auf mit der Aufklärung, als man eben auch sich deutlich antiklerikaler gegeben hat und diese Vorstellung der Tod und danach das Fegefeuer und dann musst du irgendwie schauen, dass du noch einen Platz im Himmel ergatterst. Da hat man sich ja in der Aufklärung deutlich davon distanziert und hat auch andere Vorstellungen vom Tod, die sich dann auch in der Grabkunst zum Beispiel äußern. Eben hier wie die Schlafende, der Tod als des Schlafes Bruder, das kennt man ja. Wir haben ja auch einen Gott in der Antike, den Morpheus, den Gott des Schlafes, der auch gleichzeitig der Gott der Entschlafenen ist. Auch diese Metapher kennen wir ja, er ist entschlafen. In Wirklichkeit ist er natürlich tot und schläft nicht. Und der Schlaf suggeriert ja, er könnte wieder aufwachen. Ja, da ist so, man könnte sagen, auf der einen Seite verbrämt man ein bisschen was und auf der anderen Seite spielt aber auch eine andere Vorstellung dahinter. Und wenn Kirsten und ich über die Friedhöfe gehen, wir werden viele Symbole sehen, gerade aus dieser Zeit, wo man sich wirklich verabschiedet von der Vorstellung, der Tod und dann ist alles aus und dann kannst du nur noch auf Gottes Gnade hoffen, sondern wie wirklich vieles ein Übergang ist. Ne? Wir kennen das ja. Hörst du mich jetzt noch? Ich höre dich noch. Du bist eingefroren, aber ich höre dich noch. Super. Ich hoffe, du löst dich bald wieder aus deiner Erstarrung. Es wird nicht besser hier. Ja. Oh. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Kamera gerade. Okay. Aber du redest einfach weiter. Ich rede einfach weiter und du kommst jetzt wieder dazu. Ich rede einfach das, was du eh schon weißt. Wenn Kirsten und ich da, wie gesagt, auf den Friedhöfen unterwegs sind, dann werden wir in jedem Fall auch diese Symbolik in verschiedenen Stadien kennenlernen. Es gibt zum Beispiel Darstellungen, wo die Seele quasi oder die Gestalt einer Seele durch eine Tür hindurch geht. Und so ist der Tod mehr eine Tür, durch die man hindurchgeht, in ein Reich, in einen B-Reich, in dem, jetzt muss ich Kirsten wieder einrichten. Heute ist der Wurm drin. Ja, tut mir echt leid, Leute. Nee, das macht nichts. Wir haben ja heute die Nauthis-Energie, haben wir ja schon festgelegt. So, und das wisst ihr, aber ich mache dich jetzt trotzdem nochmal schwarz-weiß, wenn du einverstanden bist. Und ein bisschen kleiner mache ich dich auch noch. Ja, ich habe hier viel Macht nicht über Kirsten gerade. Ich kann sie größer und kleiner machen, in der Farbe ändern. Ich weiß nicht, ob sie sich da so wohlfühlt. Okay, fahre fort, Christopher. Ich habe über den Schlaf gesprochen und ich habe darüber gesprochen, wie die Seele durch eine Türe geht und dadurch der Bereich, wenn wir sterben, einfach auch ein unbekannter Raum ist, zu dem wir Lebenden keinen Zutritt haben. Aber durch den dann vielleicht auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Gedanken des Dia de los Muertos, die Toten auch wiederkehren. Also es gibt ja Tage, an denen wir sozusagen, ja, wo diese Grenze zwischen Diesseits und Jenseits eben sehr dünn ist, der Schleier sehr dünn ist, und da kommen dann eben diese Vorstellungen her. Gabriele, wir sind ja über YouTube zu sehen. Ja. Sage ich gerade mal. Oder meinst du was anderes noch? Wir schauen mal weiter. Ich habe hier noch eine Darstellung gebracht, also mythologisch gesehen kennen wir natürlich auch Götter, die für den Tod zuständig sind. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gebracht. Die Friedhofsveranstaltung meinst du? Ja, das wäre eine gute Idee. Das könnten wir mal machen. Ein Live vom Friedhof. Ja, gute Idee. Und hier sehen wir natürlich die Göttin Hel aus der germanischen Mythologie mit ihrem Höllenhund und sie sitzt dort eben unter der Weltenesche Yggdrasil in Helheim. Es gibt eben dann auch Götter, die wirklich für den Tod zuständig sind. Das wäre natürlich der Hades im Griechischen, Pluto im römischen Bereich
und ja, alle möglichen anderen Götter. Und es gibt eben auch Göttinnen. Und Göttinnen des Todes sind gar nicht so selten. Ja, so, und dann schauen wir mal. Jetzt, liebe Kirsten, kommen wir endlich zu den Jetzt Tarotkarten. habe ich auch ein Echo. Also heute ist der Wurm drin, aber ich spreche jetzt einfach Ja. und hoffe, dass alle mitbekommt und ich konzentriere mich auf die Karten. Also, wir sehen hier die zwei Varianten der sehr frühen Tarot-Decks. Ihr erinnert euch, die diese Serie mitverfolgen. Tarot-Decks existieren seit ungefähr Mitte des 15. Jahrhunderts. Und da, wo Christopher sitzt auf der Seite, da seht ihr das Visconti-Sforza-Deck, was einfach den ganz klassischen Sensenmann darstellt, der auch diese saturnischen Züge hat. Ne? Er hat keine Sense in der Hand, sondern einen Pfeil und Bogen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und das Deck daneben weiß ich wieder nicht genau, welches Deck das ist. Verzeiht, ich habe nicht nachgesehen, wie ich es letzte Woche versprochen habe. Ich schreibe es mir jetzt aber auf. Und da sehen wir natürlich eine etwas aggressivere Darstellung des Todes. Er reitet quasi über Menschen mit erhobenem Knüppel. Und ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir auf diesem französischen Grabstein gesehen haben. In der Zeit des 15. Jahrhunderts, Mitte des 15. Jahrhunderts, sind wir ja voll in der Memento Mori-Zeit. Und wir sind auch in einer Zeit, in der die Menschen sehr früh sterben, in der der Tod allgegenwärtig ist. Gerade in der Visconti-Zeit, das ist ja auch die Zeit der Borgias, hat die Pest sehr getobt. Es gab sehr viele Kriege. Und kein Wunder, dass der Tod dann nicht so fantastisch dargestellt wird. Um hier die Spannung mal ein bisschen rauszunehmen für alle, die sich mit Tarotkarten noch nicht so auskennen: Wenn der Tod in einer Legung fällt, heißt das nicht körperlicher Tod. Ja? Ich muss da einen Abstrich machen. Es kann den körperlichen Tod bedeuten, wenn er in der Vergangenheit liegt. Denn sehr oft passiert es mir in Beratungen, dass der Tod in der Vergangenheit liegt. Und dann fangen die Leute aber automatisch von selbst an, darüber zu reden, dass jemand in ihrem Umkreis gestorben ist. Und daraufhin sind sie dann auch vielleicht kommen sie zu einer Beratung. Ne? Aber wir sollten, wenn wir Karten legen, erstmal alles andere an Repertoire runterrasseln als du wirst sterben. Ja, denn das ist das, was wir aus allen Filmen kennen und was totaler Blödsinn ist. Ich habe hier bei dieser Stelle, gerade weil er Pfeil und Bogen trägt, das finde ich interessant. Diese Darstellung kennt man eigentlich aus den Zeiten, in denen vor allen Dingen die Pest und die Seuchen den Tod bedeuteten. Man nannte die Pest auch den anfliegenden Tod und sagte, dass die Pest einen so hinterrücks trifft, wie ein Pfeil aus dem Hinterhalt geschossen. Und gerade in dieser Zeit finden wir dann Skelette und den Tod überhaupt eben mit Pfeil und Bogen dargestellt. Das ist immer ein sicheres Zeichen, dass wir es hier mit Pest zu tun haben oder mit Seuchen. Ja, dann passt das ja hervorragend zu dem, auch was auf dieser Karte dargestellt ist. Wir wissen ja nicht, ob mit diesen Karten orakelt wurde. Viele tendieren eher dazu, ich gehöre auch dazu, zu sagen, mit diesen Karten wurde eigentlich der Jedermann-Weg erzählt. Und der Jedermann-Weg beinhaltet natürlich auch den Tod. Ja, und in jedem Fall sieht man auch zum Beispiel bei dieser etwas aggressiven Variante, das ist ja wohl, ich glaube, da ist oben sogar noch an dem Knüppel die Sense dran. Also der mäht ja richtig die Menschen nieder. Auch hier, da ist es eher sowas wie über ein Schlachtfeld, so sehe ich den da reiten, wie so ein apokalyptischer Reiter, der also links und rechts alles niedermetzelt. Der Tod macht eben keinen Unterschied. Und wenn man genau hinschaut, dann hat der eine ja sogar eine Bischofsmütze auf, der andere sieht eher wie ein Bürger aus, aber der Tod reitet über alle hinweg und ist nicht aufzuhalten. Lucy, ich persönlich bin keine Traumdeuterin. Ich kann dir das jetzt nicht so gut sagen, aber ich würde persönlich sagen,
dass, wenn es gestorbene Menschen betrifft, die dich, ja, die dir bekannt sind, dass du da was verarbeitest. Ja. Das wäre, was ich dazu denken würde. Da kommt es immer eben, wie gesagt, drauf an, wer der Verstorbene ist, mit dem man da im Traum kommuniziert. Genau. Schauen wir mal weiter. Wir sind ja jetzt hier bei dem Tarot de Marseille, das bei uns ja das Referenztarot in dieser Reihe ist. Und das erste, Kirsten, was mir auffällt, ist auf der mir zugewandten Seite ist der Gehängte vom letzten Mal. Und auf der dir zugewandten Seite ist der Tod. Was mir als erstes auffällt, ist, dass da kein Titel drunter steht. Ist das normal? Ganz genau. Der stand ja auch schon nicht auf den letzten Karten. Mhm. Er wurde sehr lange einfach nur das Arcanum 13 genannt, eben weil man den Gedanken an den Tod so furchtbar schrecklich fand, dass man ihn nicht ausgesprochen hat, den Namen. Die Karte stammt ja aus Mitte des 16. Jahrhunderts jetzt ungefähr. 15. Mhm. Jahrhundert bis, 16. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert hinein. Und wir sehen hier auch wieder eine brutale Darstellung, nämlich der Tod als Skelett mit einer Sense bewaffnet, defragmentiert quasi Körper. Also die sind jetzt hier schon tot, aber er zerschlägt quasi das in die Einzelteile. Und Green Chakra hat hier ja geschrieben, dass für sie der Tod immer das Ende bedeutet, das Ende des Alten und der Anfang von etwas Neuem. Und das ist sicher auch so. Wir werden immer wieder mit dem Wort Transformation konfrontiert. Mhm. Aber ich muss sagen, das geht in diese Richtung, was du zum Schlaf des Bruder gesagt hast. Mhm. Was ich damit verbinde, dass man über den Tod hinwegwischen möchte. Mhm. Man möchte eben nicht sagen, da stirbt etwas und ich bin traurig und ich trauere, sondern man sagt, ach, das ist Transformation. Aber das Gefühl dieser Transformation ist kein schönes Gefühl. Mhm. Und sowas gibt es halt im Leben und meistens fällt dann die Karte tot, wenn es eben um eine unangenehme Transformation geht. Mhm. Ist ein bisschen so wie beim Gehängten auch, ne? Der Gehängte, der ja gerne als Perspektivwechsel dann deklariert wird, aber die leidvolle Situation, in der man dann da sich befindet, die will man nicht irgendwie erwähnen oder die will man auch irgendwie nicht so wahrhaben. Und beim Tod stirbt etwas, aber es geht vielleicht auch gar nicht gleich darum, jetzt stirbt etwas und es kommt was Neues, sondern es geht um den Prozess des Sterbens, den man auch aushalten muss. Nein. Nein. Also der Prozess des Sterbens, das habe ich auch letztes Mal gesagt, ist im Gehängten. Ist im Gehängten. Mhm. Im Gehängten wird gestorben. Mhm. Wenn der Sensenmann seine Sense nimmt und uns da runterschneidet von dem Galgen, dann ist es tot. Mhm. Das, okay, worum es geht, ist tot. Mhm. Okay. Und das, was hier Gabriele gerade schreibt, ist, wie wenn man stirbt und man nicht tot ist. Das ist, bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, aber was ich davon ableiten würde, ist, wenn der Tod in einer Kartenlegung fällt, dann sterben wir, dann stirbt etwas in uns. Also dann könnte man auch sagen, Transformation ist deswegen nicht richtig, weil das, was stirbt, kommt nicht wieder und verwandelt sich nicht, sondern es ist vorüber, perdu. Da bin ich total dieser Ansicht, mhm, ja. Ich finde, Transformation ist ein Euphemismus für diese, mhm, Karte. Also eine Verschönerung. Mhm. Genau. Und das ist nicht angemessen, weil wenn die Karte tot ist, heißt es aus und vorbei. Mhm. Es kann auch heißen, lass die Finger jetzt endlich davon. Mhm. Ja? Okay. Es kann aber auch heißen, Gott sei Dank, es ist vorbei. Mhm. Denn es geht damit immer auch das Gefühl einher, jetzt hänge ich nicht mehr fest. Okay. Die Beziehung ist durch, ich bin traurig. Mhm. Aber ich hänge nicht mehr fest, ich bin frei. Und das ist der Zusammenhang mit dem Gehängten letztlich, ne? Genau. Also diesen Prozess des Sterbens, wo du das sagst. Schön. Zusammenhang ist schön. Der Zusammenhang, die Abhängigkeit ist jetzt vorbei an dieser Stelle. Ja. Ja? Also wir hängen nicht mehr an den Dingen,
Das haben wir schmerzvoll erfahren müssen im Gehängten. Aber, und der Sensenmann, das finde ich jetzt auch ein schönes Bild, der schneidet uns auch ab von dem. Ja. Und natürlich werden wir auch federn lassen. Und deswegen liegen da ja auch Hände, Füße und Köpfe. Also wir kommen nicht ungeschoren davon. In dem Zusammenhang, und das fällt mir heute zum ersten Mal ein, ist, der Gehängte hängt auch am Lebensfaden. Mhm. Mhm. Und der wird durchtrennt. Der wird durchtrennt. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch die Nabelschnur, die durchtrennt wird. Und damit wird auch eine Abhängigkeit. Genau. Und man könnte ja sagen, das Durchtrennen der Nabelschnur ist der Tod der Schwangerschaft. Die ist damit vorbei. Ja. Genau. Und ich habe euch letztes Mal beim Gehängten gesagt, es geht, dass der Gehängte auch einen Geburtsprozess darstellt. Mhm. Mhm. Es wird etwas Neues geboren, aber wie du richtig sagst, es transformiert nicht. Es entsteht etwas Neues. Mhm. Ein neues Bewusstsein entsteht für uns, eine neue Art, das Leben zu betrachten. Hier, was Green Tara, Green Chakra schreibt, halt auch das alte System, das stirbt, ist es nicht angenehm, dass es stirbt. Es muss ein neues System entstehen. Aber ich glaube nicht, dass dieses System, was neu sein wird, transformiert. Es wird eine ziemlich radikale Umwälzung geben. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, nach einer Katastrophe wird eine Stadt neu aufgebaut, aber sie wird nie wieder die Stadt sein, die sie vorher war. Sie wird mit neuen Gedanken und einer neuen Zukunft errichtet werden. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das, was wir astrologisch mit Pluto verbinden. Und ich erinnere mich, dass es Kartendecks gibt, die sogar den Tod mit Pluto verbinden. Also prinzipiell wird er mit Skorpion verbunden. Also hat er schon dieses Plutonische drin. Mhm. Und ich glaube, dass, dass bei Pluto ja auch eine, also ich sage immer, es ist die Karte der Verwandlung. Ich versuche das Wort Transformation zu vermeiden, weil es geht eher darum, dass wenn wir in einen neuen Zustand kommen, wir aus dem Alten heraus müssen und in den Neuen hineingehen, aber wir können nie wieder zurück. Es gibt keine Rückkehr. Und vielleicht steckt das manchmal im Wort Transformation, ist das manchmal gemeint. Aber Transformation klingt so, das, was ist, wird einfach nur umgemodelt. Aber es ist eher so, wie wenn man einen Raum verlässt, um in einen neuen zu gehen und mit völlig neuen Bedingungen auch konfrontiert wird. Und das wäre ja das Bild der Geburt. Ne? Also ich verlasse den schützenden Bauch der Mutter, trete neu in die Welt ein und es ist eine ganz andere Welt. Ja. Aber selbstverständlich prägt mich vielleicht das, was in der Schwangerschaft gewesen ist, auch wenn ich durch die Tür durchgehe. Ich finde das deswegen toll, Kirsten, weil wir doch dieses Bild des Sterbens und des Todes als durch eine Tür hindurchgehen, oft auf Friedhöfen, gerade der des 18., 19. Jahrhunderts finden. Ne? Ja, ganz genau. Und es ist halt auch das, wie wir vielleicht über Reinkarnation denken können. Also ich denke oft drüber nach, ihr wisst ja, ich weiß nicht genau, ob ich daran glaube oder nicht, aber wenn es Reinkarnation gibt, dann ist es eigentlich egal, weil ich werde ja nie wieder als Kirsten durch die Gegend wandeln. Hm. Who knows? Indeed. Da sind wir jetzt wieder in anderen Gefilden, die heben wir uns für andere Karten. Die heben wir uns für weiter. Wir haben ja, also ich meine, man muss dazu sagen, es ist nicht die einzige Karte, die mit Tod zu tun hat. Ne? Es gibt noch eine, die mir jetzt spontan einfällt, und vielleicht sogar noch eine zweite, wo das auch nochmal thematisiert wird. Also Übergang in einen neuen Bereich. Ich denke jetzt an den Mond zum Beispiel und ich denke natürlich an das Gericht. Ja, das Gericht eher als den Mond. Persönlich für mich. Gericht ist auch Pluto zugeordnet. Mhm. Also die beiden gehören zusammen. Und du hast ja auch schon das christliche Denken erwähnt. Mhm. Nach dem Tod ist man erstmal tot und dann kommt die Auferstehung. Mhm. Bleiben wir noch mal kurz hier bei dem Fragmentieren. Ja. Ne? Das Fragmentieren ist natürlich auch, dass jetzt hier wir zerlegt werden, das Thema zerlegt wird, um das es geht, und dann neu zusammengesetzt wird. Und da haben wir dieses Thema Phönix aus der Asche, was Gabriele anspricht. Haben wir noch ein paar andere Karten? Ja, ich wollte noch ganz kurz was zum Fragmentieren sagen, Kirsten, weil es mir jetzt gerade einfällt. Die Erfahrung, zerstückelt zu werden, ist so eine typische Erfahrung, die man bei schamanischen Kulturen kennt. Könnte es da einen Zusammenhang geben?
Also, oder hast du da mal was drüber gelesen oder Ja, auch gehört, dass bei, das jemand damit auch bei verbindet? Isis und Osiris, ne, ist ja auch Ja. das zerstückelnde Thema. Im Tarot verlassen wir jetzt die irdische Welt. Die irdische Welt ist für uns gestorben. Und wir begeben uns jetzt in die Anderswelt. Mit der 14 sind wir in der Anderswelt Okay. angelangt. Naja, spannend. Ja. Und natürlich kommen wir auch immer wieder ins Leben zurück in irgendeiner Form, aber jetzt geht es erstmal woanders hin. Und dabei können wir unseren Körper nicht mitnehmen. Ja. Und vielleicht ist das auch etwas, was mit Schamanismus zu tun hat. Naja gut, das ist ja diese Urerfahrung. Manche, die dann eben zum Schamanen werden, haben diese Erfahrung, dass sie erstmal komplett zerstückelt werden, also eine Art Tod erleiden, neu zusammengesetzt werden und dann im Grunde genommen erst initiiert sind dazu, Schamane zu sein. Ist auch bei Nana so, oder? Also dieses Zerstückelungs, das Thema des Zerstückelungs gibt es in vielen Mythologien. Ja, Ja. das stimmt. Ja, kommen wir zu den beiden Kartendecks, die wohl am bekanntesten sind. Und Ja, also und die ich muss auch beide ganz. sehr, sehr faszinierend sind, wie ich finde. Ja. Ich bin ja eher Crowleyanerin als Waitianerin. Aber gerade den Tod bei Wait schätze ich sehr. Was sehen wir auf den beiden Karten? Also bei Crowley sehr stark im Vordergrund, natürlich wieder der Sensenmann, sehr, sehr, sehr stark. Als Schatten, er soll auch Osiris darstellen. Er hat die Krone, die ägyptische Krone auf. Und er nutzt die Sense einerseits natürlich auch, wie wir es eben gesehen haben, zum Defragmentieren. Wir sehen unten einzelne Teile. Aber viel wichtiger ist, dass er mit dieser Sense Leben in einen Wirbel nach oben stößt. Also wir sind hier an dieser Stelle wirklich gerade dabei, dass das Neue nach oben gewirbelt wird, aber das Alte ist noch nicht durch. Ja, ist auch interessant, dass diese mastartige Struktur, die da so von ihm weggeht, dass die auch so ein bisschen phallisch ist, wie die da auch angebracht ist. Also da wird, findest du nicht? Doch, doch, ich finde das total. Also es geht ja weiter. Der Turm Also. ist ja bei Crowley die Orgasmuskarte. Also musst du jetzt das bleepen oder so? Nein, muss ich nicht. Das wird automatisch bei YouTube gelöscht. Also es ist auf alle Fälle eine Karte über. Wir werden also uns noch mal darüber unterhalten, wenn wir beim Turm sind. Da werden wir uns noch mal. Also ich sehe ja, man sieht ja auch hier so eine Art seelenartige Wesen, die da so in Blasen nach oben gewirbelt werden. Es ist ja wieder diese faszinierende Technik, wie hieß sie mit Vornamen? Pam? Nee, nicht die. Wie hieß die Harris mit Ach, Vornamen? du meinst die projektive Geometrie? Ja, irgendwie, das hast du das letzte Mal erzählt, dass das bei der, wie hieß denn jetzt der Vorname von Frieda der Harris. Frieda Harris? Okay, ich hatte nur den Vornamen gesucht. Also die ja anwendet, die ja diese Besonderheit bei diesen Karten auch ist. Und wir sehen ja unten, sehen wir auch so eine verdorrte Lilie, eine verdorrte Rose. Der Skorpion taucht ja übrigens auf. Und dann auch eine Schlange und eine Art Fisch. Warum der da auftaucht, weiß ich gar nicht. Das weißt vielleicht du. Wir sehen oben den Das ist der Adler. Skorpion, der zum Adler wird. Also dieses Genau. Thema Phönix aus der Asche ist hier Ja, angedeutet. wird hier angedeutet. Aber der Fisch, was mit dem Fisch auf sich hat, weißt du das? Da ist doch ein Fisch. Weißt du das? Nein, weiß ich gerade nicht. Weiß nicht, ja. Wahrscheinlich der Fisch, der alles verschlingt. Und also ich finde auch, dass sie so, man, also ich weiß es nicht genau, ich weiß, der hat ja so eine verrenkende Haltung. Also es ist ja, dieser Tod ist ja sehr verrenkt. Finde ich Ja. sehr interessant, aber ich glaube, der soll auch hebräische Buchstaben nachahmen. So habe ich das in Erinnerung. Ja. Ja, genau. Also das sind immer Symbole, die mit den hebräischen Buchstaben zu tun haben. Wenn ihr solche Aufschlüsselungen wollt, es gibt ein sehr guten Crowley-Führer von Akron. Und da sind alle Symbole sehr gut erklärt. Natürlich in der Akron-Speak, die nicht für jedermann ist. Das muss man Die mögen. Wake-Karte hingegen hat eine ganz andere Qualität. Wir sehen ein Skelett, Reiter in einer schwarzen Rüstung,
auf einem weißen Pferd sitzen. Das Pferd hat ein rotes Auge, es ist also ein diabolisches Pferd. Und was ich an dieser Karte so interessant finde, ist, dass da so total viel passiert und es ist der Tod. Ne? Also wir haben wieder das Motiv, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Der Tod reitet über eine Figur, es ist der Herrscher. Dazu muss man wissen, dass die Zahl 13 in der Quersumme 4 ergibt und auf den Herrscher referiert. Also das irdische Leben ist vorbei und der Herrscher hat hoffentlich die restlichen Karten dazu genutzt, vor allem im Eremitenstadium und beim Hohepriester, sich zu überlegen, was er eigentlich nachhinterlassen möchte, was nicht nur materiell ist. Vor dem Pferd steht der Hohepriester als Pap oder Bischof oder sonst etwas und hält die Fahne hoch, indem er, ja, er steht, er betet, er kämpft vielleicht auch gegen den Tod oder er gibt sich ihm hin, man weiß es nicht so genau. Und vorne sitzt ein kleines Kind, das sehr an das Kind auf der Sonne erinnert. Mhm. Also so dieses Versprechen, das Kind, da wird es wieder Leben geben, ne? Geburtsprozess. Es guckt uns noch nicht an, es guckt den Tod ganz fasziniert und interessiert an. Und dann sehen wir eine Frau, die aussieht wie die Frau aus der Kraft, die so zur Seite guckt, die Kraft, die Seele ist halt gerade ausgelaugt. Mhm. Na, das kann man auch sehr schön sehen. Und im Hintergrund sehen wir zwei Türme und eine Sonne. Es wird darüber gestritten, ob die Sonne jetzt gerade auf- oder untergeht. Viele sagen, es ist logisch, dass sie untergeht. Ich persönlich denke eher auch, dass sie aufgeht als Versprechen dafür, dass wenn wir bis zum Turm gekommen sind, auf dem ja zwei Türme abgebildet sind, dass dann danach die Sonne kommt. Also wir begeben uns jetzt hier in die Nachtfahrt. Im Hintergrund ist auch der Styx zu erkennen. Finde ich da ist sehr auch so ein Schiff drauf, das erinnert genau. An den Fährmann, der einen übersetzt. Die Standarte, die er hält, sind, glaube ich, ist eine Anspielung auf die Rosenkreuzer, soweit ich weiß. Das hängt damit zusammen, dass Wade halt in vielen Geheimorten rumgehüpft ist. Also eine ganz interessante Karte. Ja, finde ich auch. Also für mich ist es intuitiv ein Sonnenaufgang. Und ich sehe auch, diese beiden Türme, die kommen auch beim Mond wieder vor. Ne? Genau. Da haben wir sie ähnlich nochmal. Die Anna fragt, warum sagt man eigentlich auch Veitstanz? Also Veitstanz oder Fitus, also St. Vitus, nachdem das benannt ist, sein Heiliger, und hat damit nur peripher was zu tun. Veitstanz ist eine andere Bezeichnung für epileptischer Anfall. Als man das früher noch nicht so gut einsortieren konnte und die Leute anfingen, so rumzuzucken, hat man das Veitstanz genannt. Es gibt auch den Veitstanz, der auftauchte nach dem Genuss von Mutterkorn, das ja häufiger im Roggenmehl drinnen war und das dann eben auch die Menschen ziemlich grausam am Ende nach ihrem halluzinatorischen, die haben ja Halluzinationen bekommen, am Schluss haben sie dann in ganz furchtbaren Verrenkungen sind sie dann gestorben und das nannte man dann eben damals Veitstanz. Also hat was mit Sterben zu tun, aber nicht mit dem Tod und nicht mit der Tarotkarte. Ja, und der Unterschied ist natürlich sehr klar zwischen diesen beiden Varianten, eben diese Figur, die vielleicht einen Veitstanz macht oder irgendwelche Verrenkungen und dieses Pferd, das da ganz edel am Zügel geht, also es ist ein sehr gebändigter Tod. Ja, und du hast ja gesagt, weißes Pferd und rote Augen, das sind Kennzeichen in der keltischen Mythologie für Tiere aus der Anderswelt. Also sie sind weiß und haben rote Augen. Und Wade bezieht sich ja sehr stark auf das Keltische und auf die Artus-Sage. Also da kommt das sicher her. Ja. Überhaupt, dass er also in der Ritterrüstung auftaucht, das gab es vorher so noch nie, ne? Also. Und wir haben natürlich auch eine Verbindung zum Narren, denn der Narr hat dieselbe rote Feder auf dem Kopf wie der Tod, aber hier ist sie halt abgeknickt. Also ich persönlich denke ja, dass diese Feder für Engel, für die roten Flügel der Engel steht und hier gibt es halt gerade keinen Schutz. Ja, jetzt hast du noch zwei andere Karten genommen, die beide, soweit ich weiß, von Robert M. Place sind und die eher auf den
auf wieder auf alchemische Prozesse hinweisen. Jedenfalls die Karte, wo wir das Skelett sehen, ne? Das wird die wird Nigredo sein, nehme ich an, was wir hier sehen. Also runterbrechen bis auf die Essenz, dafür steht ja ein Skelett auch. Und auf der anderen Seite sehen wir das Raziel-Tarot, was sich mit der Bibel beschäftigt. Und hier würde ich sagen, es ist Moses zu sehen, der halt nicht mehr ins gelobte Land darf, weil er so viel falsch gemacht hat. Und da ist dann der Tod bei ihm und führt ihn weg. So ein bisschen eigentlich wie Artus, der weggeführt wird oder sonst wer. Ne? Da haben wir dieses Motiv des Todesengel auch, ja, mit den großen, fast schon beschützenden Flügeln. Ja. Und aber der Abgrund ist nahe. Ja. Und bei dem anderen, das eher alchemistisch ist, sehen wir eben ganz klar den Rabenkrähe oder einfach schwarzer Vogel, der in der Alchemie für Nigredo steht, ganz genau. Und es Nigredo ist die eigentlich die Stufe, die am Anfang aller alchemistischen Arbeit steht, die auf der einen Seite bedeutet, ich muss wirklich die Ursubstanz, die Prima Materia herstellen. Und dazu muss ich sozusagen auf alles verzichten. Ich muss sozusagen alles weg aus meinem Gesichtskreis verbannen, was nicht dazugehört. Und so beginnt es mit dem Tod. Wird häufig auch einfach als Rabe auf einem Totenschädel dargestellt. Und meistens hat man ja da auch eine Krise, wenn wir jetzt nochmal über das Kartenlegen nachdenken, wenn der Tod fällt. Aber das Tolle ist, dass es uns wirklich verspricht, dass das jetzt der Anfang von etwas Neuem ist. Also der Tod hier, was mir ganz gut gefällt, also auch den Pfeil nochmal als Anspielung auf den anfliegenden Tod, aber er hält eine Hand auf. Also so als auch bei uns so mit einer öffnenden Geste. Ne? Das ist eine geöffnete Hand, die mit der er uns begegnet. Also auch, dass es gibt ja auch viele Märchen, in denen der Tod eine erlösende Figur darstellt. Ja, ja. Ne? Also er ist manchmal auch eine strafende Figur. Wie heißt denn dieses, wo die Mutter blind ist? Meinst du ein Märchen? Ja. Weiß ich nicht. Das vielleicht ist egal. Auf jeden Fall, gibt es ja wirklich auch, der Tod erscheint und erlöst, hilft und wir wissen dann nicht, wie es weitergeht. Ne? Ja, dein Lieblingstarot. Und zwar meine ich diesmal jetzt nicht das Röhrig-Tarot, sondern das linke. Alles klar, Tanja, schlaf gut. Schau es dir später an. Und danke, Gabriele. Genau, das Tarot, das neben mir sich befindet, ist aus dem Buffy-Tarot, das leider nie gedruckt wurde. Und ich finde es einfach ziemlich klasse. Also hier sehen wir nun den Tod wirklich als Tod in seiner Rolle. Jemand, der da offensichtlich ermordet wurde. Ja, da sind ja viele, sterben ja viele bei Buffy. Ja, und der Tod ist so halbtransparent. Erinnert so ein bisschen an so ein Todesfee, würde ich mal sagen. Ja, ganz genau. Und hier wird ja gerade nach einer Rune gefragt von Green Chakra, da können wir gleich zum Röhrig überschwenken. Ja. Da haben wir, was mir an dieser Karte sehr gut gefällt, ist, dass der Tod hier weiblich dargestellt wird. Mhm. Und halt der Unterleib der Frau ein Totenkopf ist. Mhm. Also entweder erwächst jetzt gerade hier diese Frau aus diesem Totenkopf, oder aber sie trägt gerade mit ihren Gebärorganen schon den Tod in sich, weil alles, was sie gebären wird, wird auch sterben. Naja, er hat jetzt hier der, also ich sag mal, was Röhrig, die Rune, die Röhrig zuordnet, ist die Berkana. Das ist natürlich, würde ich jetzt spontan nicht so sehen, aber ich weiß, was da möglicherweise der Hintergedanke ist, nämlich das, was Kirsten anspielt. Diese junge Frau ist ja auch eine junge Göttin, die hat ja schon was Goldenes und sie verkörpert das neue Leben. Und auf der anderen Seite sind da die welken Blätter auch links und rechts, also es ist schon eine Anspielung auch darin, alles, was wird, muss auch vergehen. Und die Berkana ist ja die Frühlingsrune und deutet eben schon auf den Neuanfang hin. Außerdem ist sie die Rune der Weiblichkeit
Und Röhrig hat ja ganz klar hier gesagt, der Tod ist weiblich. Und das hören wir ja auch in vielen Sprachen so, ne? Also La Muerte, der ist in vielen, gerade in den auf Latein basierenden Sprachen, ist der Tod weiblich. Ja. La Mort. La Mort, La Muerte. Also da denke ich, einfach ist diese Assoziation mit Weiblichkeit, die hat Röhrig in den Vordergrund gestellt. Ich Persephone wirft Marion gerade ein, finde ich, guten Hinweis. Also ja. Weil auch Persephone ja immer mehr im Laufe der Zeit zur Todesgöttin wird. Am Anfang ist sie das junge Mädchen. Mhm. Ne? Und ja, finde ich eine sehr schöne Idee. Danke, ja, Marion. Also ich finde, Persephone ist eine sehr schöne Bezeichnung dafür. Und mir erscheint sie wie eine Persephone-Gestalt. Die hat ja auch so was jugendlich-trotziges fast. Ne? Das ist ja, ja keine reife, erwachsene Frau. Und es ist auch keine alte Frau, wie man vielleicht, wenn man nach diesem dreifältigen Göttinnen-Schema geht, würde man den Tod eher mit der alten, weisen Frau in Verbindung bringen. Also was Röhrig hier macht, ist, er fordert uns schon sehr heraus, ja, über den Tod anders nachzudenken. Ja. Auch durch die Zuordnung der Berkana. Ich würde, wenn ich eine Rune, es gibt keine Rune, die dem Tod zugeordnet ist. Ja. Wenn ich aber eine Rune in die Nähe setzen würde, dann wäre es die Hagalas, im Sinne von dem, was wir auch das Gemetzel gesehen haben vorher. Das wäre eben so etwas. Ne. Es muss manchmal etwas gründlich zerstört werden, damit was Neues entstehen kann. Ja. Ja. Ja, dann haben wir noch ein Künstler-Tarot. Was ich, ja. Das ist Katrin Wels-Stein, nehme ich doch mal an. Na? Und wir haben das Druidcraft. Genau. Und das Druidcraft, hast du ja gerade gesagt, der Tod wird gerne als alte Frau gezeigt, ne, im Sinne der dreifachen Göttin. Und da haben wir sie jetzt. Sie hat auch eine Sichel, keine Sense bei sich. Ich finde es auch sehr schön, dieses Spiel mit Schwarz und Rot. Mhm. Also einerseits das Vergehen, aber da ist auch schon wieder was Kräftiges drin. Da ist ein Feuer zu sehen. Wir sehen im Hintergrund, ganz weit hinten, wie die Sonne aufgeht aus meiner Sicht. Also für mich ist es intuitiv ein Aufgehen, aber es kann natürlich auch ein Untergehen sein. Und da kann ich jetzt nochmal auf die Zehn der Schwerter zurückkommen, die ja... ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendjemand hatte erwähnt, dass die Zehn der Schwerter so eine schreckliche Karte ist. Aber die Zehn der Schwerter hat halt auch dieses, die Sonne, das Licht geht auf. Ne? Also man sieht, dass da eine Bewegung ist, die aus dem, der Dunkelheit langsam wieder Licht werden lässt. Und die Zehn der Schwerter wird gerne auch als der kleine Tod gesehen. Also die beiden werden gerne in Verbindung gebracht. Keine Ahnung warum, wenn da jemand zehn Schwerter im Rücken hat. Aber es ist halt im Bereich der Luft. Das heißt, es ist etwas, was im Kopf geschieht, die Zehn der Schwerter. Und wenn ihr euch gerade mit der Zehn der Schwerter plagt, dann heißt das, lasse diesen Gedanken fahren, steig aus deinem Kopfkino aus. Schlimmer als die Situation, in der du dich jetzt befindest, kann das jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so werden. Es ist so ein Worst-Case-Szenario-Karte. Mhm. Geh raus, beschäftige dich mit was anderem. Du weißt schon, dass die, dass der kleine Tod im Französischen eine besondere Bezeichnung ist. Ach, Christopher, erzähl mir das doch mal bitte. La petite mort. Wundert mich, dass du das nicht kennst. Das kennst du doch. Aber natürlich kenne ich das, aber na, ich finde es so schön, wenn du über die Themen redest. Ach so, du willst mich jetzt hier. Ja, ich erkläre es nur kurz. La petite mort, aber das gehört zum Thema dazu. Oder? Nein. Ja, ich warte auf deine Erläuterung. Ach so. Ja, la petite mort erklären wir dann beim Turm. So. Damit ihr noch was habt, worüber ihr rätseln könnt. Aber da haben wir die Verbindung von Sexualität und Tod. Ja, und das finde ich ist bei der Karte von Katrin Wels-Stein, um mal hier den Bogen zu spannen, da ist Tod und die Schönheit oder was auch immer damit verbunden ist, auch die Lilie, die ja die Unschuld verkörpert an so einer Stelle, aber auch eine klassische Blume ist, die man vielleicht sogar auf ein Grab legen würde. Wir sehen den kleinen Schmetterling, der, jetzt kommt das ungeliebte Wort Transformation, vielleicht andeuten möchte. Und du weißt ja, aus der Raupe wird der Schmetterling.
Ja, Spoiler-Alarm. Ich habe es gerade noch mal hingekriegt. Ich werde Und dich daran erinnern, du lieber wirst mich daran Christopher. erinnern. Ihr könnt ja gerne schon mal googeln, L'Appetit Mort, und dann wisst ihr, Ich warum. bin mir sicher, dass es alle wissen. Da bin ich mir nicht so sicher, Kirsten. Wer von euch weiß es? Ihr braucht nur Ja sagen. Ihr müsst es nicht verraten. Möchte ich jetzt wissen, kleine Umfrage. Gut. Kirsten, bevor wir uns jetzt hier ganz verlieren. Die Also wir Seele, haben die in auch den nur Himmel noch geht. Friederike Marion, du Marjolik, bringst uns wieder auf die Schmetterling. Spur. Der Schmetterling ist auch die Seele, die in den Himmel geht. Ja, wir wissen es. Genau. Du bist der Einzige, der denkt, dass das die Menschen nicht wissen, Ich bin einfach Christopher. Und viel ich zu kann dir, geschammig. Das ist einfach so. ich kann dir sagen, woran das liegt, aber ich werde das nicht in der Öffentlichkeit tun. Also Oh, pass da auf, ist der jemand, der keine Schmetterling, Ahnung hat. ich Der krieg das jetzt Florian, nochmal. natürlich. Ich sag's jetzt nochmal. Der Schmetterling, der ist natürlich ein Symbol für die Seele. Und so finden wir auch Motten und Schmetterlinge ja häufig auf Gräbern. Damit habe ich alles wieder gerettet, Kirsten. Und wir können uns auf den Turm freuen. Wann kommt der? Das ist die Karte. Das dauert noch ein bisschen, weil du Dauert noch ein bist jetzt ja bisschen. einige Zeit nicht da. Deswegen müsst ihr jetzt wieder ein bisschen auf den Tarotgarten verzichten. Wir werden aber mit den Karten, den Trümpfen, noch in diesem Jahr fertig werden. So viel können wir euch versprechen. Das ist auf alle Fälle. Und worauf ihr nicht verzichten müsst, ist jetzt auf euer Orakel. Richtig. Natürlich gibt es wieder ein Orakel und ich habe mich in der Schwarz-Weiß-Tradition entschlossen, das Lifeline-Tarot zu nehmen. Ich meine, was gibt es besser als ein Lifeline-Tarot, wenn es in den Tod geht? Und ich werde mit dem New Tarot nochmal legen. Ihr dürft jetzt entweder mich oder Kirsten wählen. Seid doch so gut, entscheidet euch für einen von uns beiden und dann werden wir euch eine Botschaft übermitteln. Meine Botschaft wird damit zu tun haben, wir sind jetzt ja gerade in einer Neumondphase, in der wir neue Dinge anfangen können. Gut, heute ist sogar ein guter Tag dafür, weil der Mond jetzt langsam wieder sichtbar ist. Und wir werden, meine Karte, jetzt fällt hier gerade die Sonne raus, wie lustig. Was ist hier? Die Ist Sonne gerade die fällt Sonne raus. rausgefallen. Ich würde eine Karte für euch ziehen, was ihr jetzt in eurem Leben ja, beerdigen dürft, weil das vielleicht schon tot ist. Und das wäre das, wo ich euch eine Botschaft für gebe. Das hallende Mantika-Omen wird bevorzugt. Ein Vorteil durch das Hallen erreicht, Kirsten. Aus der Gruft lässt sich einfach leichter orakeln. Aber ich werde auch eine ähnliche Frage könnt ihr auch bei mir bekommen. Und ich ziehe jetzt mal eine. Also die Fragestellung könnte ja die gleiche sein. Und ihr habt eben einfach zwei Möglichkeiten. Also ich habe meine gezogen. Ich auch. Ich habe ich hoffe, ihr könnt sehen, die 5 der Stäbe gezogen. Und die 5 der Stäbe hat ja mit Konfrontationen und Streit und Wettstreit, nicht unbedingt aggressiv, aber halt Competition auf jeden Fall zu tun. Es geht ja darum, was wir beerdigen können jetzt. Und ich würde sagen, es ist eine gute Zeit jetzt, auch in der Jungfrauzeit. Und wir gehen auf die friedliebende Waage zu. So die eine oder andere Konfrontation, die wir in unserem persönlichen Erleben haben, zur Ruhe zu bringen und nicht wieder aufflammen zu lassen. Also, ich habe die 10 der Kelche gezogen. Das ist natürlich jetzt nichts, was ihr beerdigen sollt, sondern das ist eher meines Erachtens das, was euch erwartet. Wir Wie sehen war ja die hier einen. Fragestellung? Ich habe mich hab bedeckt gehalten. Aber wir sehen den Regenbogen. Na? Und wir sehen also einen wunderschönen Regenbogen, was mich ja an das Thema Regenbogenbrücke erinnert. Und ja, wir sehen dort, ich muss das hier aus dem Buch vorlesen, weil ich all die Figuren, die man da verarbeitet hat, gar nicht so kenne. Wir sehen dort die tanzenden, die argentinischen Brüder Enrique und Guillermo de Facio,
Los Hermanos Macana, sie tanzen und sind dankbar für die Liebe, die sie empfinden. Und wir sehen auch die spielenden Kinder im Hintergrund. Ein schönes Haus ist das Haus von Richard Neutra, den du bestimmt kennst, Kirsten. Du bist doch so filmophil. Nicht Richard Neutra oder Neutra, vielleicht kennst du ihn unter diesem Namen. Dass sie ihr Zuhause nennen können, macht sie glücklich. Das satte Grün, der Hügel, das natürlich hier schwarz-weiß ist. Der Fluss für Emotionen, die wahrhaft ausgelebt und nur gefeiert werden können. Also die 10. Kelche zeigt Glück, Harmonie und Zufriedenheit. So, das ist das, was ihr bekommt, wenn ihr mich gewählt habt oder das New Tarot. Ja, wobei, also ich bin dafür, dass du auch doch nochmal einen meiner Tarotkurse besuchst, weil die Kunst der Fragestellung... Ich habe in meinem Inneren hat sich die Frage sofort formuliert, in dem Moment, wo ich die Karte gezogen habe, Kirsten. Ja, genau. Das kann ich. Kirsten, es muss auch Merkmale geben, woran man den Profi vom Laien unterscheidet. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet bei diesem Thema Spaß, auch wenn das jetzt irgendwie komisch klingt. Aber wir haben uns ja redlich Mühe gegeben, auch sehr seriös zu sein und extra schwarz-weiß und mehr im Artestil geredet und waren nicht so flapsig wie sonst, hoffentlich. Am Schluss bitte ich die Ausrutscher zu entschuldigen. Aber es geht weiter mit uns. Es geht weiter mit uns. Die Karte der Tod wird abgelöst, Kirsten. Von welcher Karte das nächste Mal? Der Mäßigkeit. Genau. Das ist genau das Richtige für dich, Christopher. Ja, ich freue mich sehr. Du kannst ganz frei sprechen. Und du wirst uns aber sicherlich erhellen, warum ausgerechnet nach dem Tod nicht totlachen. Marion, das ist ein echter Karlauer in diesem Zusammenhang. Ja, warum nach dem Tod ausgerechnet die Mäßigkeit kommt. Ne? Also das möchte ich dann schon von dir genau erläutert haben. Und wir gehen jetzt wieder unseren Dingen nach. Wann die nächste Aussendung ist, das klamüsern die Kirsten und ich noch aus. Aber es wird wahrscheinlich wieder an einem Sonntag sein, so wie ich das wahrnehme. Und wünsche euch allen einen schönen Wochenausklang. Und wir sehen und hören uns sehr bald wieder, liebe Kirsten, oder? Das tun wir. Alles klar. Alles klar. Ciao.